Ich bin Reto Möhr und ich bin der Moderator von Möhr Talkt. Er hat eine ganz grosse Karriere gemacht bisher. Einerseits in der Politik, wo er Vizeregierungschef war vom Fürstentum Liechtenstein, aber auch jetzt noch amtet als Parteipräsident der Vaterländischen Union. Andererseits ist er auch in der Wirtschaft sehr erfolgreich, ist in der Geschäftsleitung von einem ganz grossen Treuhandunternehmen und daneben macht er noch so viele andere Sachen. Die Rede ist von Thomas Zwiefelhofer. Ja, hallo Thomas, schön bist du mein Gast heute hier im Haus auf Allure. Ich hoffe, es ist dir bequem. Ich habe gehört, du hast gestern noch eine grosse Trainingseinheit gehabt, oder? Spürst du es noch ein bisschen körperlich? Ja, danke, reden wir nicht übertrieben. Ich war einfach im Fitness und jetzt in meinem hohen Alter merkt man das immer ein, zwei Tage nachher. Topfit. Mit viel Schwung gehen wir jetzt auch in das Gespräch rein. Du bist ja ein richtiger Naturmensch. Wenn man so deine Posts anschaut auf dem Facebook, bist du immer draußen. Du bist Fotos machen von Tier und Landschaft. Eine grosse Leidenschaft von dir. Ja, tatsächlich ist eigentlich immer schon eine Leidenschaft von mir die Natur. Ja. Ich kann mich noch erinnern an die Primarschule. Dort hatte ich im Schellenberg, wo ich aufgewachsen bin, einen Primarlehrer, der uns dann quasi neben der Schule noch mitgeschleppt hat, um die Vögelstimmen im Rückgelleriat anzuhören. Und die Pflichtaufgabe für jeden Schüler war, ein Herbarium von allen Pflanzen im Schellenberg anzulegen. Und während meine Kollegen, ich habe dann immer gefragt, oh, so cool, das habe ich so gerne gemacht. Und meine Kollegen in der Klasse haben alle Kopf geschüttelt und haben den letzten Sommer. Und mir hat das einfach immer wahnsinnig geschockt. Ja. Natur, Pflanzen, Tiere. Und das habe ich nie ganz verloren. Und jetzt die letzten paar Jahre habe ich da dank neuer Fotoausrüstung und so, habe ich wieder noch mehr Freude daran bekommen und es macht riesen Spass. Ja. Du bist richtig professionell unterwegs mit Equipment und allem Zeugs drumherum. Ja, also es ist so, dass ich es tragen kann und auch noch gleichzeitig meinen Hund heben kann. Ich gehe meistens dann mit dem Hund. Aber allein? Allein, aber mit dem Hund. Und das macht es dann auch immer noch anspruchsvoll im Fotografieren. Willst du den Hund rupft oder leinen und du willst eigentlich gerade... Also die mich wahrscheinlich beobachten beim Fotografieren, denken, ja... Man könnte es schon professioneller machen, aber wichtig ist, dass man Spass daran hat und das habe ich. Ja. Ja, und dann gehst du eher spontan mal oder hast du gewisse Sachen, Regionen, die du dir vorgenommen hast oder Gegenden? Also meine Idee ist eigentlich so ein bisschen Liechtenstein, oder? Weil ich finde, unser Land ist so vielseitig und so vielfältig und ich glaube, sehr viele Liechtensteiner ist gerne bewusst, was für eine unglaublich tolle Natur wir immer noch haben. Das ist mir auch so ein Anliegen, das Thema Artenschutz und Naturschutz und da möchte ich den Leuten einfach ein bisschen die Augen öffnen. Und Corona ist natürlich auch noch mal ein Schub gewesen, oder? Durch Corona hat man jetzt, ich bin vorher sehr viel gereist und bin dann quasi wie angebremst worden. Und ja, gedacht, was tue ich jetzt in dieser Zeit? Und habe mich wieder besinnt auf die vielen schönen Orte, wo ich kenne von früher, wo ich weiß, dass die Natur besonders sich ausgeformt hat, also Rückgeleriert als Stichwort, oder ganz spezielle Orte wie Balzer, Illhorn oder so ein Lünental. Und ich gehe dann wirklich eher bewusst an bestimmte Orte und nehme mir dann auch vor, bestimmte Tierarten, wo ich weiß, dass die dort gibt, zu fotografieren. Und meistens verwünsche ich dann genau diese Tierarten eben nicht, sondern irgendeinen Überraschungsgast, den ich nicht damit gerechnet habe. Und meine Frau sagt immer, du kommst immer so zufrieden haben. Und es ist eben das, so der Jäger, oder, der dann geht. Und er will vielleicht ein Reh schiessen und verwünscht dann dafür einen Hirsch. Oder? Der Überraschungsmoment. Genau. Und das Leben ja auch so schön genau, machen, das macht die Natur auch immer so schön. Oder? Es gibt einen Moment, also letztes Mal habe ich bestimmte Vogelarten im Wallünertal fotografieren. Und was ich verwünscht habe, ist ein wunderschöner Fuchs, den du normal am Tag durch nicht siehst. Oder? Herrlich. Mhm. Genau. Gibt es noch mal eine Ausstellung oder was machst du? Ist das Dokumentieren bei dir? Nein. Also die sozialen Medien sind natürlich jetzt eine tolle Sache, weil man kann, wenn man gerne fotografiert und gerne schöne Bilder macht, das habe ich von meiner Architekturzeit her immer noch, das Design ist mir auch wichtig, dann will man es ja zeigen, oder? Und Bücher gibt es ja schon so viele. Ich habe ja selber vor 2 Jahren ein Buch rausgebracht, völlig ein anderes Thema von meinem Urgroßvater, das Kriegstagebuch. Und jetzt schon wieder ein Buch machen mit Fotos, habe ich gefunden, das macht jetzt keinen Sinn. Und dank Facebook und Instagram kann man ja seine Bilder auch ganz einfach im Internet oder eben in den sozialen Medien präsentieren. Und dort freue ich mich natürlich, wenn ich Kommentare überkomme. Und ich freue mich auch, wenn ich kritische Rückmeldungen habe. Letztens habe ich mal ein Foto gepostet, wo ich das Gefühl habe, es sei ein Biber drauf. Und dann hat mir ein Profi zurückgeschrieben, das sei im Fall eine Bisamratte. Und dann ja, dann muss man dann halt zur Kenntnis nehmen, dass man falsch gelegen ist. Und für das sind die sozialen Medien natürlich interaktiv, das macht auch Spass. Da lernt man immer wieder Neues dazu. Genau. Natur ist ein grosses Thema, du hast es angesprochen, aber nicht nur fotografieren, sondern du bist ja lange auch wieder Pfadi gewesen, über 30 Jahre lang, 4 Jahre lang als Präsident. Pfadi ist ein grosses Thema bei dir auch, ganz ein Leben gewesen, oder? Ja, man sieht einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder. Ja. Und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun mit der Philosophie von der Pfadi-Bewegung. Es wird manchmal ein bisschen belächelt von Leuten, die es nicht so kennen, weil Pfadfinderei, das ist nicht einfach nur in einer Uniform rumrennen bei schönstem Wetter, wo die Leute sich denken, was soll das, sondern Pfadi sein heißt, dass man eben den Weg von der Natur beschreitet, dass man eben Pfad finden heißt, dass man sich orientieren kann in der Natur, dass man lernt, Verantwortung übernehmen.
Und das habe ich eigentlich bei der Pfadi am meisten profitiert. Da wirst du sehr früh, schon als Primarschüler und auch als Sekundarschüler, Jugendlicher, sehr schnell immer wieder gefragt, übernimmst du die Verantwortung? Übernimmst du die Leitung von dieser Gruppe? Könntest du das Team leiten? Könntest du da die Verantwortung übernehmen? Und das ist das Kernprinzip von der Pfadi-Bewegung. Jugendliche dazu bringen, früh lernen, Verantwortung übernehmen. Organisieren, planen, entscheiden. Und dann auch halt kommunizieren, die Entscheidung und auch, ja, entsprechend durchsetzen. Mhm. Und das lernst du bei der Pfadi und das hat mir immer riesen Spass gemacht. Und ich glaube, dass ich dort auch viel gelernt habe fürs Leben. Mhm. Genau, du hast noch eine grosse Karriere gemacht, da können wir drauf zu reden. Also du hast viel Führungsverantwortung logischerweise und das ist schon ein bisschen auch an der Pfadi gelegen. Ja, es war zumindest der Anfang. Ich habe dann ja als Doppelbürger auch noch Schweizer Armee gemacht. Dort habe ich auch noch weitergemacht bis zum Hauptmann als Offizier und habe dort natürlich auch Verantwortung übernommen, recht grosse Verantwortung, über 150 Leute am Schluss, mit Material, das mehrere Millionen gekostet hat, wo du dann einfach am Schluss musst wieder sauber abgeben und nicht verlieren, weil viel Geld im Spiel war. Also du lernst in all diesen Sachen, sei es Pfadi, sei es Militär, sei es Politik, wenn du dich engagierst und Verantwortung übernimmst, machst du Fehler und aus Fehlern lernst. Und das war immer mein Prinzip, auch das Führungsprinzip, Menschen, die einen Fehler machen dürfen. Wenn man einen Fehler einmal macht, ist es sowieso nicht so schlimm, finde ich, weil man lernt. Wenn man den gleichen Fehler zweimal macht, dann darf man mal die Stirn runzeln. Und wenn man den gleichen Fehler drei oder viermal macht, dann muss man vielleicht immer fragen, ist die Person an der richtigen Stelle? Oder ist sie überfordert? Oder vielleicht kann sie irgendwas anderes viel besser? Aber man lernt aus Verantwortung übernehmen und Führung lernt man. Und man lernt auch Menschen lieben, weil jeder Mensch hat Fähigkeiten. Und das fängt schon bei der Pfadi eben auch an, dass man lernt, jeder seine Stärken nutzen. Ja. Also in einem Team, bei der Pfadi hast du solche dabei, die halt Sinalco-Böden als Brille haben, oder? Und kaum gerade schauen können. Und aber im Shooter sind nicht im Fußballclub, weil sie keinen geraden Ball herbringen. Sie können nicht irgendwie so Aussensport, weil sie halt unsportlich sind. Und bei der Pfadi kannst du sie abholen. Kannst du ihnen eine Aufgabe geben, wo sie Freude haben, dass sie irgendwas können. Und das ist, glaube ich, eine Stärke für die Pfadi-Bewegung. Und das hat mir immer Freude gemacht, dass man jeder Mensch irgendwo abholen kann und zu einer Leistung bringen kann, wo er selber einen Stolz noch drauf hat. Das spürt man auch völlig jetzt noch. Und es ist lustig, weil ich habe in der Vorbereitung im Interview gelesen, wo du erzählt hast, du kannst dich sogar an dein erstes Sommerlager erinnern. Oh ja. 1977, ich muss es noch lesen, in Heidenkirch. Viele wissen schon gerne, wo sie überhaupt gewesen im ersten Sommerlager, so lange zurück. Sind ja so Sachen noch so präsent? Ja, ich glaube, als Kind sind das natürlich unglaubliche Erlebnisse gewesen. Ich meine, heute unsere Kinder wachsen heute auf mit Handy, mit Social Media, mit Fernsehen, mit Netflix und alles. Das hat es damals alles nicht gegeben. Wir sind damals bei der Pfadi ist man halt im Sommer, Sommerlager von der Pfadi. Man ist ja nicht jedes Jahr irgendwo auf Thailand oder auf Bali gereist, sondern wenn das höchste der Gefühl ist, campen mit den Eltern oder mal, wenn es wirklich toll war, ist man ins Meer, auf Italien oder Frankreich. Aber die Flugdistanzen, die heute normal sind, also zumindest bis Corona, das hat es doch nicht gegeben. Und damals war es ein riesen Abenteuer gewesen, mit der Dorfjugend, mit allen aus dem Dorf zusammen an den See im Allgäu draussen. 14 Tage in einem Zelt, bei Sturm in der Nacht, Gewitter in dem Zelt sein. Und die Abenteuer, das war für mich prägend gewesen. Also die Pfadi haben unheimlich viele tolle Erlebnisse generiert, wo ich heute immer noch mich eben gut erinnern kann. Ja. Da kommt noch ein zweiter Aspekt dazu. Und zwar hast du gesagt, speziell ist die Lagerkasse ist gestohlen worden, angeblich, oder? Ja. Ist es vielleicht dort schon ein bisschen der Sinn für Gleichberechtigung gewesen, den du vielleicht auch hast als Jurist, der dort schon ein bisschen aufgeblüht hat in dir, oder ist das zu weit hergeholt? Es ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit hergeholt. Das sogenannte natürliche Rechtsempfinden sollte ja hoffentlich jeder Mensch, nicht nur die Juristen. Die Juristen sind manchmal fast ein bisschen weiter weg vom natürlichen Rechtsempfinden als der Normalbürger, weil man ein bisschen verschult ist. Es war doch einfach Abenteuer gewesen. Und dass die Lagerkasse, da drin war das Geld für unsere Ausflüge und für zum Essen kaufen, dass es die angeblich geklaut worden ist und dann haben die Leiter natürlich uns da aufgehitzt. Dann gesagt, sie haben ihn gerade noch gesehen, wie der Dieb da ums Eck, bei diesem Wäldli dort ums Eck sein, wir sagen, bitte nach. Und für uns war das natürlich unglaublich gewesen, oder? Dann sind wir ab wie die Rakete. Und dann hat sich herausgestellt, dass ein Cousin vom Lagerleiter war, den er angestellt hat, um da der Beschäftigung. Um uns ein bisschen Abenteuer generieren. Aber das sind prägende Sachen. Das sind Spass und Abenteuer gewesen, die bis heute. Aber mit der Juristerei hat das wahrscheinlich weniger zu tun. Ja, weil wir den Link finden, weil du bist ja Jurist, oder? Mittlerweile. Ja. Mittlerweile Jurist. Aber du hast an und für sich etwas ganz anderes gelernt. Du bist, respektive hast Architektur studiert. Etwas völlig anderes, kreativ, es geht um Schönheit, es geht nicht um Paragraphen. Wieso der Wandel? Ja, das muss ich immer widersprechen, oder? Es geht in der Juristerei auch um Schönheit, aber im Wort. Juristen sind Wortakrobaten und in der Sprache, also das ist mir immer so gesagt, die deutsche Sprache finde ich auch, das habe ich im Gymnasium, im Gymi immer wahnsinnig gerne, das Fach Deutsch oder Poesie, Literatur.
Und ich hatte immer eine Affinität zum Schreiben, zur Sprache. Ja. Und das ist mir in der Architektur noch ein bisschen zu kurz gekommen. Ich habe auch gerne gemalt, gezeichnet, bin grundsätzlich eher ein kreativer Typ. Und das ist in der Architektur sicher das Thema. Aber so die effektive Ausleberei vom Kreativen im Job als Architekt, ich habe hier in der Stadt Zürich geschafft, nach dem Studium als Architekt ein paar Jahre, das war vor allem Bürokratie gewesen. Ärger mit der Baubehörde, Ärger mit den Handwerkern, Ärger mit den Bauherren. Also es war ein Haufen Ärger gewesen und der kreative Teil war vielleicht 5%. Gewesen. Und dann habe ich mir gesagt, du, aber jetzt hast du 5 Jahre ETH-Studium gemacht, für etwas zum unheimlich kreativen, tollen Beruf haben. Ja. Und dann hast du eigentlich 95% von deinem Job ist Ärger oder Bürokratie und halt Dinge, die du nicht so gerne machst. Und parallel, meine Frau war Juristin auch schon gewesen, und dann haben wir abends reden miteinander und dann hat sie halt so gesagt, was sie so macht im Job als Jurist. Und ich habe gedacht, hey, das ist so genau meins, eigentlich mit der Sprache Problem lösen, sprachlich analysieren und in knackigen, kurzen, prägnanten Sätzen dann ein Problem analysieren und darstellen. Und nach 3 Jahren Arbeit als Architekt habe ich gesagt, du, das auf die Länge, man schafft ja das Leben lang und nicht nur ein paar Jahre, habe ich gesagt, ich packe die Chance und komme nochmal an die Uni und mache nur das Jus-Studium. Und bei dem hat er wirklich gewechselt. Und es ist nicht weniger kreativ. Es ist einfach, die Sprache ist das Instrument und nicht der Bleistift oder der Computer im CAD. Ja. Aber kreativ ist es genauso. Ja, aber Ärger macht es ja mittlerweile auch das Ganze, oder? Ja, aber dann ist wenigstens der Ärger bist zahlt. Als Jurist ist der Ärger eigentlich die Aufgabe. Ärger, natürlich auch Ärger zu lösen als Anwalt. Das ist jetzt nicht das, was ich mache. Aber auch Ärger zu verhindern, oder? Also gerade jetzt im Treuhandbereich, wo ich bin, geht es darum, dass man Lösungen findet für internationale Kunden, die Ärger haben, weil sie viel Geld haben, meistens viel Vermögen haben. Und erstens gibt es andere Leute, die das Geld gerne hätten. Meistens hast du dann, wenn du Familie hast, gibt es vielleicht Probleme mit dem Nachwuchs, wo vielleicht von lauter Geld eben umso motiviert ist, um wirklich was zu tun, sondern lieber über einen Ferrari fahren. Und diesen Kunden helfen, mit juristischen Methoden eine Lösung zu finden, dass eben das Vermögen sinnvoll auf die Zukunft ausgerichtet ist und das Vermögen für die Nachkommen perfekt organisiert ist. Das ist sehr kreativ. Du lernst unglaublich viele verschiedene Menschen kennen und die Lösungen als Jurist entwickeln, ist ebenfalls hochkreativ. Ich meine, du bist extrem vielseitig, oder? Das sieht man ja auch. Ich meine, du bist jetzt mittlerweile wieder als Treuhänder oder im Treuhandbereich tätig, Politiker. Du bist aber auch noch Präsident von der gemeinnützigen Stiftung und Trust. Du bist Präsident vom Business Angels Club Liechtenstein und seit kurzem auch noch vom Parteipräsident von der Vaterländischen Union. Und daneben bist du noch Weinbauer. Genau, schon lange. Ja. Und ich nenne es jetzt trotzdem noch Fotograf. Oder? Also extrem, extrem breite Palette. Ist es auch das, was dich schlussendlich ein bisschen in Politik treibt? Die Politik ist schlussendlich auch irgendwo immer wieder neue Themen, die man in Angriff nehmen muss. Es ist so, dass die ganze Bandbreite, die dich schlussendlich bis in die Regierung getrieben hat. Ja, ich glaube, was etwas ist bei mir, wo viele Leute immer wieder feststellen, ist, dass ich sehr begeisterungsfähig bin. Also, mich kann ein Thema sehr schnell packen und begeistern und dann mache ich es auch gern. Und ich glaube, immer wenn man etwas gern macht und begeistert ist, dann macht man es auch relativ gut. Und darum habe ich Sachen, die mich nicht begeistern oder wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt nicht das, für mich habe ich auch schnell wieder aufgehört. Stichwort eben Architektur, habe ich gemerkt, es war zwar ein tolles Studium, gewesen, aber der Job selber war jetzt nicht das, was mich begeistert hat. Und dann mal Konsequenz, ich muss sagen, muss man einen neuen Weg gehen und andere Wege einschlagen. Und die Begeisterungsfähigkeit, die habe ich halt immer wieder in verschiedenen Bereichen gefunden. Und Politik hat mich immer begeistert, weil es das ganze Leben abdeckt. Also gerade in der Regierung ist, glaube ich, der kreativste Job, den ich je hatte, war Regierungsmitglied gewesen. Oder anspruchsvollste Job natürlich, weil allen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Also das habe ich auch in der Regierung gemerkt, oder wie oft du Leute enttäuschst, weil du halt nicht jedes Problem lösen kannst. Auch wenn Liechtenstein sehr überschaubar und klein ist, in der Regierung gibt es immer wieder Problemstellungen, wo du halt jemandem erklären musst, sorry, die Regeln gelten für alle und ich kann für die jetzt da nicht eine Sonderlösung, eine Ausnahme machen. Und die Regel ist vielleicht vordergründig nicht verständlich, aber die Regel macht durchaus Sinn. Da redet man sich das Maul fusselig, oder? Und trotzdem verstehen es nicht alle. Das ist sehr anspruchsvoll, aber die Bandbreite, die man in der Regierung als Job hat, ist unglaublich. Also das ist, wenn du von morgen bis am Abend 10 bis 12 Meetings, also Sitzungen hast und praktisch von Stunde zu Stunde in ein völlig anderes Thema hineingehst. Ich durfte 3 verschiedene Ministerien führen, Wirtschaft, Justiz und Inneres. Das ist die ganze Sicherheit, da sind sehr viele Staatsbetriebe, also von Telekom, Radio, über Marketing, über Post. Denn beim Justizbereich bist du zuständig für spannende Themen wie Mietrecht oder Schwangerschaftskonflikt, Schwangerschaftsabbruchthema. Da gibt es die ganze Gerichtsorganisation. Und da wechselst du von Stunde zu Stunde in eine andere Sitzung und jetzt mal ein komplett anderes Thema auf dem Tisch. Und das ist natürlich dann auch eine sehr anspruchsvolle Vorbereitung. Also ich habe dann jeden Abend mehrere Stunden mich auf den nächsten Tag vorbereitet. Ist intensiv und
gibt ja das berühmte Beispiel von Regierungsmitgliedern am Anfang und am Schluss von der Zeit. Ah, jetzt will ich darauf einweisen. Ja, ja, es gibt das Foto, oder? Am Anfang bist du mit so schwarzen, fitten Haaren, ein Startfoto und 4 Jahre oder 8 Jahre später siehst du die gleiche Person. Abkämpft. Abkämpft und schneeweiß, oder? Und das, also die Bundesratsfotos finde ich immer verbannt, oder? In der Schweiz. Das ist überall das Gleiche. Als Politiker bist du extrem unter Strom. Das Thema Wein möchte ich nochmal ansprechen. Mhm. Ich habe schon vorgemerkt, dass das ist etwas, was dich sehr begeistert, oder? Du hast deinen eigenen Wein, der Zwiebelhofer, oder? Ja, ich habe ihn jetzt umtauft, ich habe ihn früher anders genannt. Aber am Schluss haben immer alle gesagt, ja, ist denn das dein Wein? Und dann habe ich gefunden, so fast ist, wenn ich einfach meinen Familiennamen drauf tue, was ja die meisten Weinbauern machen, dass sie ihren Familiennamen dann am Schluss auf die Etikette schreiben. Ja. Ich habe im 1993 angefangen, als Student bin ich in der Sommerferie beim Gary Büchel, berühmter Gary Büchel, Hofkellereimeister über Jahrzehnte. Ich durfte in der Sommerferie der Hofkellerei von Dutz Praktikum, also mitschaffen im Wingert in der Sommerferie. Zweimal und habe dann dort die Leidenschaft für den Weinbau eigentlich gefunden. Und der Gary hat dann zu mir nach der zweiten Sommerferie, die ich da mitgeschafft habe, Hofkeller, gesagt, ja, willst du nicht in irgendeinen Weinberg? Oder hast du ja so früh dran? Und ich gesagt, ja, ist das machbar? Hast du das Gefühl, geht das? Ja klar, ich helfe dir. Und dann hat der Gary mir geholfen. Im 94 haben wir im Schellenberg bei der Mama vor dem Haus haben wir einen kleinen Weinberg angelegt. Der Gary hat mir noch geholfen, bestellen und das Zeug montieren. Und jetzt machst du alles selber? Seit, ja, Outdoor mache ich eigentlich alles selber. Ja. Grossteil, was ich nicht so gerne mache, ist die Chemie. So einfach, oder? Ja, es geht schon. Es ist nicht so kompliziert, wie es tönt. Was ich nicht toll finde, ist die Chemie, oder? Das Spritzen. Ja. Weil wir sehr eine feuchte Region sind mit dem Mehltau. Da hast du einen Dauernkampf gegen den Pilz. Mhm. Und das kannst du nur mit Chemie lösen. Also mit Chemie oder Kupfer. Und das ist das, was mir jetzt nicht. Also ich bin eigentlich immer naturorientiert und im Weinbau brauchst du einfach ohne ein bisschen Unterstützung chemische, hast du keine Chance, dann hast du einfach keinen Ertrag. Mhm. Und das versuche ich dann zu delegieren. Also die Spritzerei, da bin ich froh, dass mein Gärtner das gelegentlich übernimmt. Weil er muss sowieso Obstbäume und weiß nicht, was alles spritzen und er hat Ausrüstung. Und dann bin ich froh, wenn ich das Chemische kann ich delegieren kann und alles andere mache ich selber. Und den Keller mache ich natürlich nicht selber. Ich meine, da brauchst du Ausrüstung. Das ist klar. Die Presse, die ganzen Fässer und alles. Das mache ich beim Andank in Flash. Aber die Handarbeit, die machst du alles du. Outdoor mache ich auch. Und man sagt ja, so gut wie das Traubengut ist, so gut wird der Wein schlussendlich. Also hat diese Einfluss. Genau. Also ich glaube, hat schon, die Lage ist wichtig und natürlich eben auch die Art und Weise von der Traubenqualität. Das ist dann am Schluss quasi wie das Zeugnis der Schule, oder? Hast du das Zeugnis in der Hand? Hast du es gut gemacht oder nicht? Ja. Und man spürt es gerade, oder? Oder man schmeckt es gerade, oder? Ja, man wird dann auch kreativ. Also ich habe zum Beispiel angefangen in den schlechten Jahren, wenn ich nicht genug Öchsle, also genug Zucker habe, oder wenn es zu viel Fuli drauf hat, dann mache ich keinen Wein, sondern dann gebe ich es Andreas Steinauer zuerst und mache einen Schnaps. Oder? Weil beim Schnaps ist es nicht so heikel und dann viele Leute haben auch Freude, wenn ich ihnen eine Flasche Schnaps schenke, wo Zwiebelhofer draufsteht. Ist auch nicht schlecht, oder? Genau. Und Qualität hat auch ein ganz wichtiges Merkmal. Man spürt bei dir schon ganz klar, Natur und Mensch, das sind so die Elemente, die für dich ganz wichtig sind. Ich meine, du hast eine extrem viele Tätigkeit und eine extrem spannende Karriere. Gibt es Momente, wo der Thomas mal innehält und sagt, jetzt muss ich mal reflektieren für mich, wo bin ich unterwegs, was ist da, was ich erreicht habe, was möchte ich noch machen? Also das habe ich natürlich oft so Momente, das sind dann wirklich eher Momente, also gerade wenn ich am Fotografieren bin oder einfach generell mit dem Hundelau unterwegs bin, oder auch in der Ferie, ich gehe sehr gerne ans Meer. Ich bin gerade als Abwechslung oder einmal im Jahr mindestens bin ich einfach happy, wenn ich am Strand sitze und die Weite, der Horizont sich. Und sonst, also zum Beispiel nach der Regierung, habe ich 4-5 Monate einfach mal ein Sabbatical gemacht, weil ich wirklich erschöpft war. Oder? Nach diesen 4 Jahren hochintensiv. Und dort habe ich 3-4 Monate lang praktisch nichts getan. Das war ja auch mal schön gewesen. Am Anfang ist es schwierig. Ja, es ist extrem schwierig gewesen. Also ich muss sagen, im Moment. Stehst du auf dem Morgen, gehst am Abend spät ins Bett und plötzlich kannst du ausschlafen, oder? Nein, es ist schwierig gewesen. Ich habe dann angefangen Golf spielen und wieder mehr Sport gemacht. Irgendwann musst du einfach was tun, oder? Genau, aber es ist dann schon besser geworden und nach 3, 4, 5 Monaten habe ich mich dann auch wieder auf die Arbeit gefreut. Weil ich bin jetzt einfach nicht der Typ, der nichts tun kann. Oder? Und ich habe mich dann auch gefreut, dass ich ein paar tolle Angebote hatte nach der Regierungszeit. Und habe das Sabbatical genutzt, um eben zur Ruhe zu kommen, um das abschließen und mich neu orientieren. Und wo dann die First Advisory mich angefragt hat, der Ivan Ackermann und Angelika Mosleitner, ob ich zu meiner Geschäftsleitung willkommen will. Habe ich eine riesen Freude natürlich, weil es eine super tolle Unternehmung ist, eine der grössten im Land in Treuhand. Und es hat mich geirrt, dass sie mich gefragt haben und ich bin auch mit Begeisterung jetzt dort in der Geschäftsleitung dabei. Ja. Mhm. Gibt es Schlüsselmomente in deinem Leben? Du sagst schon, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre der Weg woanders hingelaufen. Puh, ja, also ich denke, eben der Schritt in die Regierung war ein Schlüsselmoment gewesen. Ich weiß nicht, ob ich sonst vielleicht irgendwann anderswo hin wäre, aus dem Treuhand raus, oder ob ich dann einfach noch lange in der gleichen Firma bin, auch 13 Jahre in der gleichen Unternehmung schon gewesen. Also der Moment, wo ich mich entschieden habe und ich habe lange Nein gesehen, das war eine ganz schwierige Situation von der Partei. Mhm. Wir haben dort Abgänge aus unserer eigenen Fraktion, die eine neue Partei gegründet haben, die Unabhängigen.
Das sind ja Fauler gewesen, die weg sind, und wir haben gewusst, es gibt ganz eine schwierige Wahl, oder? Also es ist praktisch aussichtslos gewesen. Entsprechend hat niemand einen Chefkandidat machen. Und ich war dort Parteivize gewesen, oder Vizepräsident, und nach 6 Monaten Absage hat es geheißen, Thomas, jetzt musst du einfach du, oder? Ja. Dann habe ich gesagt, ja, sind wahnsinnig, oder? Und ja, am Schluss musste ich natürlich auch meine Frau noch müssen überzeugen, und am Schluss hat sie dann halt gesehen, irgendwann im Sommer, und gesagt, ja, dann mach's halt. Und dann habe ich dann zugesehen, und natürlich haben wir tatsächlich 15% verloren. Und das war schon ein Schlüsselerlebnis, so gewesen, dass man dann so also eine hohe Wahlniederlage, aber auch ein Schlüsselerlebnis gewesen, weil die Partei gesehen hat, Thomas, das hat nichts mit dir zu tun, das ist, sondern mit dem vorher. Und obwohl die Wahlen verloren sind, möchten wir, dass du Vize-Regierungschef machst, nicht der Gierig gehst für uns. Und das Vertrauen von der Partei damals, von diesen vielen Leuten, hat mich extrem wieder aufgestellt. Also das war eigentlich ein schönes Erlebnis gewesen, trotz einer grossen Niederlage, das Vertrauen zu spüren und zu sagen, hey, jetzt, wir möchten, dass du das machst. Mhm. Das war sehr cool gewesen, ja. Und du bist ein positiv denkender Mensch, das spürt man auch. Aus Niederlage kann man ja wieder lernen und auch Positives daraus rauszuschlagen. Für welche 3 Dinge im Leben bist du am dankbarsten? Einmal sicher, dass ich hier in diesem wunderschönen Land leben darf. Ich meine, Liechtenstein ist eine Insel der Glückseligen. Und wenn wir die Leserbriefspalte lesen, nicht immer spüren. Aber ich versuche mit meiner Fotografie ein bisschen Beitrag zu leisten, dass die Leute sich bewusst werden, wie schön. Also hier dürfen aufwachsen und leben, ist ein Privileg. Zweitens sicher die Familie, also meine Frau, meine Kinder. Ich meine, ich bin wirklich ein glücklicher Mensch. Ich habe einfach eine tolle Frau, 3 tolle Kinder. Wir sind eine coole Familie, auch weiter raus, also Schwiegereltern, Eltern, Geschwister, es passt einfach in der Familie. Das ist auch ein Privileg. Es ist einfach, ja, die Stabilität und die Zufriedenheit in der Familie. Und klar gibt es ab und zu mal Reiberei oder einen Konflikt, sonst wäre es keine Familie. Oder? Aber grundsätzlich haben wir eine wahnsinnig schöne familiäre Situation. Und das Dritte ist sicher der Beruf, dass ich in meinem Leben eben verschiedene Wege ausprobieren konnte, dass ich eine neue Richtung einschlagen konnte, was für mich nicht mehr gepasst hat, und dann wieder Erfolg haben dürfen erleben. Und eben die politischen Sachen, die ich schon machen konnte, Verantwortung übernehmen für das Land, das sind sicher Sachen, die man extrem dankbar sein muss. Ich glaube, das ist etwas, was Liechtenstein auch typisch ist. Oder? Die Chance, dass du in die Regierung von einem Land kommen kannst, ist mit zunehmender Größe von einem Land immer schwieriger. Und weil es eben so eine hohe Verantwortung ist, aber auch so eine grosse Chance ist, zum positiv die Umwelt zu verändern, wo du selber lebst und deine Familie, ist das ein riesiges Glück, wenn du die Chance überkommst. Und darum zähle ich das auch zu meinen ja, 3 Top-Sachen in meinem Leben, dass ich durfte für mein Land Verantwortung übernehmen und mitgestalten. Das ist sehr eine wahnsinnig schöne Sache. Du hast Familie und Frau erwähnt. Jetzt muss ich sagen, die Frau ist auch maßgeblich bei. Deine Frau war ja auch maßgeblich ein Grund gewesen. Sie hat ja immerhin zum Jus-Studium gebracht, oder? Ganz früh, von dem her auch ein wichtiger Aspekt. Ich möchte noch ein bisschen Blick voraus werfen. Und zwar, ich habe mir zurückgeschaut, 2013 hast du kandidiert für Regierungschef, genau. Und dann in einem Bewerbungsvideo habe ich gehört, wo du gesagt hast, mehr miteinander und mehr Zusammenhalt, um die grossen Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Das war eine Zeit, in der es wirtschaftlich alles gut gelaufen ist und so. Jetzt heute nach Corona, Zusammenhalt, zusammen sein, miteinander gemeinsame Lösungen zu suchen, hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Wie siehst du das heute in dem aktuellen Umfeld und dazu mal, wo die Welt halt noch ein bisschen andere war? Also, ich will dich nicht korrigieren, Reto, aber wenn ich einen Einwand bringen darf, 2013 waren wir am Anfang von einer riesigen Sparübung. Also das Thema ist Sparen, Sparen, Sparen. Mhm. Wir hatten Angst, der Staatshaushalt deck völlig ins Rote laufen. Und wir haben dort die ersten paar Jahre in der Regierung waren echt schwierig, weil alles, was man hat, wollte, man hat nein, wir haben kein Geld, wir müssen sparen. Mhm. Und das ist das, was eigentlich heute jetzt ein bisschen speziell ist. Oder? Wir sind in dieser Corona-Situation, kurz vor dem Ende, hoffen wir alle. Oder? Mhm. Und wir haben einen Staatshaushalt, wo wir jetzt über 2 Milliarden Reserven haben und letztes Jahr Nettoergebnis von über 300 Millionen auf der Ertragsseite. Und dann fragt man sich, oder ja, sind wir jetzt ein glückliches Land und was machen wir jetzt? Oder, wir haben eigentlich eine sehr gute Ausgangslage im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Was machen wir mit dem? Und ich verstand die Frage ein bisschen so, oder? Es geht mehr um das. Also ich habe das in Erinnerung, zumindest wirtschaftlich ist so die Zeit in der 2000 bis 2020, bis zur grossen Krise, die wieder eine gewisse Phase gegeben, die zerklopfen ist. Aber wir waren im Wirtschaftsboom drin, die ganze Zeit schon, seit den 90er Jahren eigentlich schon. Aber heute, jetzt, nach dem ganzen Corona, ist die Situation natürlich vor allem jetzt in Bezug auf Zusammenhalt, auf Nähe, ganz eine andere. Und vielleicht auch dort aus der Frage, wie noch stehen wir heute zusammen, im Gegensatz zu dazumal? Gut, ich bin ja Politiker oder mittlerweile Hobbypolitiker und dort sind natürlich so Wahlen sind immer auch Grabmesser. Oder? Mhm. Und wenn ich jetzt die letzten Wahlen anschaue, ist schon erstaunlich und erfreulich auch,
dass eigentlich die beiden grossen Volksparteien, die das Land schon sehr viele Jahre prägen, Jahrzehnte prägen, wieder erwarten eigentlich, trotz der ganzen harten Corona-Massnahmen und den betriebsschlüssigen Lockdowns, dass eigentlich wieder erwarten, sehr viele Leute haben gesagt, wow, das wird der grosse Partei wählen und die Opposition wird da zulegen, die Populisten würden gewinnen. Und was ist rausgekommen? Ja, wir haben heute 20 Sitze im 25-köpfigen Landtag für die beiden Koalitionsparteien, die eher bürgerlich, sozialbürgerliche, konservative Politik machen. Und das ist eigentlich eine grosse Überraschung. Und für mich ist es aber eigentlich nicht so eine Überraschung im Nachgang. Wenn man es genau anschaut, muss man sagen, die Leute in solchen Situationen erwarten Stabilität, erwarten Kontinuität und möchten kein Experiment. Sie erwarten eigentlich, dass man mit den Mitteln, die man hat und mit den Erfahrungen, die man hat, eine solide Planung in Zukunft macht. Und ich glaube, das ist schon der Grund, warum alles, was experimentell tönt, hat man eher nicht wollen. Man hat jetzt genug Experimente und genug Probleme. Und das ist aber auch ein Auftrag jetzt, oder? Und ich glaube, das Zusammenstehen und Zusammenheben beinhaltet auch, dass man auch die Kräfte, die kritisch sind, und es gibt momentan sehr viele kritische Kräfte, die entweder zu den Corona-Verlierern gehören, weil sie in einer Branche sind, die Pech hat. Also es gibt Branchen, die fast nichts gespürt haben, und andere wie Gastronomie und so weiter, die massiv gelitten haben. Dort erwarte ich mir auch von der Politik, aber auch von der Bevölkerung, dass man jetzt solidarisch ist. Also, das sind kleine Sachen, oder? Ich finde, der Einkaufstourismus in Österreich ist ein Beispiel. Oder die einheimische Gastronomie unterstützen. Dort erwarte ich, dass man jetzt einfach als Liechtensteiner in dieser Ausgangslage, die wir haben, mit dieser Privilegien, dass man einfach auch wieder zusammenhebt im Sinne von, dass man die Einheimischen unterstützt. Dass man eben die Handwerker von da nimmt. Dass man in die Restaurants im Liechtenstein geht, dass man da vor allem da im Land einkauft. Auch wenn es vielleicht ein bisschen teurer ist als in Österreich. Aber das ist für mich zum Beispiel gelebte Solidarität. Mhm. Das sind so Sachen, wo ich einfach mir erhoffe, dass die Leute jetzt wieder sich bewusster sind, was für eine Qualität das wir da haben und dass es eben ein Zusammenhalt braucht. Und dass nicht jede Branche oder jede Gruppe der Bevölkerung nur auf sich schaut. Dass jetzt 10 Jahre sagen jetzt AHV und so und die Jungen sagen, nein, das wollen wir nicht mehr, wenn das nur auf die Jungen schaut die Finanzplatz sieht, ja, Industrie interessiert uns nicht mehr wie im Finanzplatzthema, sondern dass man versucht, gemeinsam über Grenzen hinweg Lösungen zu finden, die alle wieder ausgleichen und zusammen profitieren. Das ist natürlich anspruchsvoll. Oder? Können wir zu dir zum Schluss noch geschehen. Du bist so voller Energie, man spürt das richtig. Es geht noch 30 Jahre weiter, bin ich ganz sicher. Das nächste Projekt schon irgendwo bei dir irgendwo im Hinterkopf? Ah, ich glaube, ich habe momentan genug Projekte. Also, wie neues, aber du kannst verraten. Ich finde, wenn man viel Bälle in der Luft hat, sollte man schauen, dass sie in der Luft bleiben und am Boden fliegen. Ich möchte auch die Sachen, die ich mache, gut machen. Es ist mein Bestreben. Ich möchte trotzdem Zeit für die Familie haben und für meine Hobbys. Das habe ich bis jetzt immer geschafft. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein Ziel, die Work-Life-Balance herzubringen, einen guten Job im Büro zu machen, für die Partei meinen Beitrag zu leisten und schaue, dass meine Kinder weiterhin gedeihen und ihren Weg gehen. Und dann gibt es noch den Schlussspruch, oder? Happy Wife, Happy Life. Also, schaue, dass meine Frau zufrieden ist. Von dem her, ja, also neue Projekte wären jetzt wahrscheinlich momentan ein bisschen zu viel. Ja. Dann hoffen wir noch ein bisschen auf schönes Wetter, oder? Jetzt momentan ist es ein bisschen nicht so, damit du weiterhin rausgehen kannst. Und ich sage immer, das Wetter ist das Einzige, was die Regierung nicht dafür hat. Gehst du auch bei dem Wetter übrigens? Ja, ich gehe bei jedem Wetter. Also, ich merke so bei meinem Hund, er geht natürlich lieber, wenn es schön Wetter ist. Oder? Das schon. Also es ist dann vielleicht ein bisschen kürzer, wenn es wüst ist. Aber man kann auch bei schlechtem Wetter tolle Naturerlebnisse haben. Und es gibt ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleider. So ist es. Trotzdem hoffen wir auf schöne Zeiten. Und ich bin dankbar, wie bist du da gewesen bei mir im Talk, Thomas. Alles, alles Gute für die Zukunft. Und, danke, das wärst du wieder gewesen mit mir im Talk. Bis zum nächsten Mal und machen es gut.